Der Mannow-Sportverein hat das Vorrecht und die Ehre, in diesem Jahr das 53. interkoloniale Volleyballturnier der Mennonitenkolonie in Paraguay zu organisieren. Wir sind sehr froh dazu. Wir haben lange uns schon vorbereitet und wir freuen uns schon auf all die Gäste, die dann zu uns kommen, sei es aus den Nachbarkolonien oder aus Ostparaguay. Herzlich willkommen hier bei uns, wenn wir das Turnier durchführen wollen. Zu den Vorbereitungen gehören natürlich viele Kleinigkeiten, die nicht alle zu erwähnen sind, aber einige größere Sachen. Und die größte Sache ist wohl, dass wir eine neue Sporthalle gebaut haben, dank Gelder, die uns die Kooperative Chartica gespendet hat oder geschenkt hat. So haben wir vor etwas über 1,5 Jahre zurück angefangen, eine neue Sporthalle zu bauen. Diese Sporthalle ist in ihrer ersten Phase jetzt schon fast abgeschlossen. Wir werden die erste Phase abschließen für das interkoloniale Volleyballturnier und wir sind sehr dankbar und froh dazu. Diese Halle ermöglicht uns, Raum zu haben für etwas über 3000 Personen in gemütlicher Form, dass die sitzen können in den verschiedenen Bänken und guten Volleyball genießen. Da dieses Turnier schon eine Tradition ist, freuen wir uns wirklich, dieses traditionelle Fest des Volleyballs in unserer Mitte in diesem Jahr organisieren zu dürfen. Und wir laden im Voraus schon ein, 10. Juli bis 14. Juli beim Mannow-Sportverein dieses Volleyballfest zu genießen. Hinzuzufügen ist, dass wir am 10. Juli um 7 Uhr abends die neue Halle ihrer Bestimmung übergeben wollen. Wir wollen diese Halle einweihen. Dazu haben wir nationale, lokale Autoritäten eingeladen und wir hoffen natürlich, dass diese kommen und wir hoffen aber auch, dass viele Besucher, besonders auch Mitglieder von Chartica, die diesen Bau durch ihre Mitgliedschaft in Chartica dann mitfinanziert haben, kommen könnten. Natürlich auch sehr gerne alle Nachbarn eingeladen, um dieses Fest mit uns gemeinsam zu feiern. Wir glauben, dass es sich lohnt, wirklich zu feiern, wenn eine Gesellschaft bereit ist für Sport und solche Institutionen Geld zu geben, damit sich diese Entwicklung wirklich im gesunden Maße geben kann. So, wir freuen uns für den 10. Juli, Einweihung ab 19 Uhr. Vor 19 Uhr wird es schon in Form von Preludio einige Tänze geben. So, alle willkommen für die Einweihungsfeier und dann natürlich für die vielen guten Spiele, die wir dann in den darauffolgenden Tagen haben werden. Also das interkoloniale Volleyball, das ist heutzutage schon nicht nur ein Volleyball, das geht nicht nur um das Volleyball, das ist schon zu einer mennonitischen Tradition geworden. Es kommen viele Besucher, die kommen Volleyball schauen, die kommen aber auch, um dabei zu sein, Freundschaften zu knüpfen, sich mit alten Freunden zu treffen. Und das ist auch ein Grund, wozu dann oft so viele Menschen kommen. Ich sage damit nicht, dass das Volleyball nicht interessant wird und ist. Und das ist immer der Wunsch und man arbeitet danach hin, dass dieses Turnier unter den deutsch sprechenden Mennoniten kann so auf dieser Form weitergeführt werden. Es kommen Anträge von andererseits, die da reinkommen wollen, was bis heute aber noch nicht der Fall ist. Und die Organisation vom interkolonialen Volleyball, die ist im Statut festgelegt, die geht reihum. Also man weiß heute schon, wer im nächsten Jahr, wer im 2021 und so der Organisator ist. Und ich bin bei den Vorbereitungen bis jetzt dabei gewesen, der MSV. Der hat, glaube ich, alles dran gesetzt, um dieses Turnier zu organisieren und würde dann auch von meiner Seite einladen, dieses Turnier, dieses Event besuchen zu kommen und dass wir da könnten ein harmonisches und ein freudiges Zusammensein erleben. Wir müssen sagen, wenn wir über diese Halle sprechen, dass wir schon etwas 10 Jahre damit gearbeitet haben, in verschiedenster Form. Wie können wir das Wirklichkeit machen? Und heute können wir sagen, wir sind soweit. Ob zwar wir als Kooperative nicht direkt
im Männersportverein mitarbeiten, sind wir in diesem Falle derjenige, der das Geld zur Verfügung stellt. Wie schon gesagt, wir haben lange Zeit damit zugebracht, planen, was wäre das Beste. Uns ist es bewusst, dass wir soziale Verantwortung haben und dass wir dieses auch nachkommen wollen. Und letztendlich haben wir uns vor 3 Jahren entschieden, ein Projekt zu starten, was für alle Bezirke, die Kolonie Männer teilt sich in 6 Bezirke auf, und wo wir nach Anzahl von Mitgliedern das Geld verteilen, damit jeder Bezirk die Notwendigkeit, die er im Bezirk hat, mit diesem Geld zumindest etwas lösen kann. Und wir haben im Ganzen aber 25.000 Millionen Guarani ist freigegeben, was ich in 3 Jahren austragen wollen, um dieses Projekt zu Ende zu bringen und verschiedene andere Projekte in den Bezirken. Die Gesellschaft besteht nicht nur aus Arbeit, ein Teil ist auch Sport, ein Teil ist, was immer dazugehört, und wir wollen unsere Aufgabe auch danach kommen, und wir hoffen mal, dass wir auch im gegebenen Moment ein sehr gutes interkoloniales Volleyballturnier austragen können und dass wir diesen Teil dazu getan haben. Herr Kauenhoven, was war der Grund, dass ihr dem MSV so viel Geld gespendet habt für diese Halle? Das kann ja vielseitig sein, aber einmal ist es unsere Verpflichtung als Kooperative, einen Teil vom Verdienst auch an Wohltätigkeitsorganisationen weiterzugeben. Und ganz besonders ist das Geld vorgesehen zur Entwicklung der Männerbürger. Und das ist wahrscheinlich auch ein Grund, warum wir gesagt haben, und weil das eine große Notwendigkeit war, irgendwann eine richtige Sporthalle zu haben, war dieses wahrscheinlich der größte Grund. Aber wir haben ja nicht nur in La Plata haben wir ungefähr 40% von dem Geld, was wir zur Verfügung gestellt haben, in 3 Jahresprojekte für diese Sporthalle abgegeben. Der Rest ist in den anderen Abteilungen, wo die Notwendigkeit auch groß ist. Und es ist unser großes Anliegen, dass die Leute, da wir eine Produktionsgesellschaft sind, dass die Leute da, wo sie sind, dass sie da alles haben, was sie brauchen, um richtiges Leben zu können, um richtige Freizeitbeschäftigung zu haben und alles, was dazu kommt. Gibt es Zukunftsprojekte in dieser Richtung jetzt für dieses Jahr? Ja, wir haben dieses Projekt 2018 angefangen. Das läuft noch 19 und 21. Und danach gibt es wahrscheinlich neue Projekte. Wir haben momentan mit anderen Problemen zu kämpfen, die wir bewältigen müssen und die wir bewältigen werden, wie wir uns kennen. Aber momentan sind dieses die wichtigsten Projekte, die wir kurzfristig haben, und langfristig gibt es dann wieder neue, ja.